ist zwar nur ein Zwergflusspferd, aber trotzdem schon eine gewichtige Persönlichkeit im Zoo Berlin. Uwe Fritzmann will es heute ganz genau wissen. Paul, alter, kleiner Verschwabbel. Wollen wir mal feststellen. Franzi, holst du mal die Ware bitte? Ja, die steht vorne auf der Kante. Paul, du Räuber, komm her, komm. Komm mal her, mein Süßer. Komm mal her, mein Süßer. Paul wirkt skeptisch. Na ja, mal so gerade steht. So, komm her, rauf hier. Hier, komm hier. Ja. So, jetzt mit alle Viere darauf. Ja, mach mal. Du bist jetzt 3 Monate alt. Wir wollen jetzt wissen, was du wiegst. Nicht abhauen. Hallo. Ungewogen kommst du mir nicht nach draußen. Zeig uns deine Kehrseite. Na gut. Ach, ich hab dich nicht so albern. So. Komm mal, steck hin. So, passiert nichts. Da hilft nur die Fritzmann-Subtraktionsmethode. Jetzt ist auch die Waage überfordert. Also das hat hier schwankt zwischen 110 und 100. Zwischen 110 und 100? Ja. Das ist ziemlich ungenau. Ich war kurz bei 110? Nee, jetzt fasse ich ihn nicht mehr an. 110 und 100. Dann sagen wir 105. Minus 71. Ja. Sind? 34. 34. Dicke Ding, du. Olle, dicke Ding, du. Ein Witz. Immerhin wiegt Mama Debbie mit ihren 7 Jahren ganze 230 Kilo. Versprochen war das letzte Mal. In Zukunft bleibt dein Gewicht ein Geheimnis. Dara will beschäftigt werden im Tierpark Berlin. Mit 18 Monaten wartet sie auf die große Herausforderung. Die ist hinter den Kulissen schon in Arbeit. Eine Traumrolle für Dara. Halt umstopfen. Nee. Doch? Nee, ich dachte erst hier oben einmal zustopfen, dann drehe ich es um, dass wir unten zu haben. Können wir auch. Ach so, nö, müssen wir nicht. Hat jetzt von jeder Seite halt gestopft. Oh, also mit der Logistik haben wir halt was bei uns. Wird schon. So, und zwischendurch immer mal. Und die ganzen Sachen sind Spenden. Sowohl die Papprolle als auch die Füllung, außer das Heu natürlich. Wir haben da sehr rege Stammbesucher und auch Laufbesucherkundschaft. Die bringen immer was mit für die Bären. Und die Bären lieben es. So ist genug, wa? Sarah, hallo, hallo, hallo. Hallo, meine Süße. Geh mal gucken, wir haben dir was Feines gemacht. Genau. Leckereien herauszupicken, das ist jetzt Daras Aufgabe. Aber zuerst wird alles begutachtet. Ja, falte dich mal da rein. Ah, der Blick, ja. Oh, muss ich mich wieder anstrengen, wie war das? Tja, die ist was stabiler. So war es nicht. Sie hat noch nie aufgegeben. Nee. Irgendwie kam sie immer rein. Riechen tut es ja gut. Riechen tut es ja sehr verführerisch. Aber sie kommt eben nicht mit der ganzen Pfote da rein und auch nicht mit dem Maul. Das ist genau das Spielzeug, das wir brauchen. Schulreif, würden wir sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, also das, wenn am Anfang ein bisschen Defizite waren, als sie klein war, wird das alles weg. So was klärt sich dann schnell auf. Dann. Das löst sich. Die ist ein neugieriger, verspielter, sehr freundlicher Bär, nach wie vor. Und Dara ist geschickt. Ja, Schnecki, das ist noch lange nicht alles. Oh. Beim ersten Mal so richtig fruchtig geworden, denn dann flog sie durch die Gegend. Sie wurde immer lauter und immer wütender. Die Gesicht, jetzt so richtig alt, zusammengeballt.
Man könnte natürlich nun die Rolle auch links und rechts mit irgendwas Festem verschließen und Löcher irgendwo mitten drin bohren, dass es dann rausfällt, wenn man bewegt. Aber das würde die ja gleich wieder aufmachen von der anderen Seite. Zu nah an der Fläche zum Aufreißen. Ja. Ein starkes Tierparkteam. Kando und Kariba. Die Stars im Elefanten-Entertainment. Wir gucken, wie wunderbar die Jungtiere spielen. Ob sie spielen. Lass sie spielen. Wo sie sind, ist immer was los. Na, die sind ein super Pärchen. Also man sieht sie ja, die dallern den ganzen Tag, also fast den ganzen Tag zusammen rum. Und so ein paar Jungtiere, und wenn es dann gleich noch mehrere sind, das ist wie so ein Sechser im Lotto für so eine Elefantenherde und für die Elefantenkinder auch. Da kommt also kaum noch Langeweile auf. Also die Kinder, kann man sagen, haben überhaupt keine Langeweile, die machen den ganzen Tag Unsinn. Und auch die Erwachsenen haben viel weniger Langeweile als früher, und das freut mich immer. Dadurch, dass es halt das größte Problem ist in so einem Zoo, ist es umso schöner, wenn es nicht mehr auftritt, die Langeweile. Obwohl fast ein Jahr jünger, ärgert Kando am liebsten seine Halbschwester Kariba. Er zeigt dir, wer hier der Bulle ist. Kariba bleibt ihm nichts schuldig. Einer ist draußen, oder eine, die schubsen wir jetzt mal rein. Und dann gucken wir, was los ist hier. Mäuschen, geh mal rein. Bist du die Einzige, oder? Na los. Zack. Hast du einen Schlüssel? Ich hab einen Schlüssel. Gut. Auch Meerschweinchen müssen ab und zu zur Maniküre. Hier kommt sie sogar ins Haus. Wir gucken jetzt wegen den Krallen, weil ich habe letzte Woche nämlich eine von den Damen gesehen, die hatte etwas lange Krallen. Und jetzt kontrollieren wir jedes einzelne Tier, ob die okay sind. Die ist okay. Die ist okay. Kannst runtergehen, Dicke. Die hier. Da. Da haben wir nämlich. Da haben wir schon so einen Übeltäter. Dicke, hör doch mal auf. So, das ist zum Beispiel jetzt nicht schön, das ist unschön. Und das machen wir jetzt wieder schön. Das ist halt wie bei den Kaninchen, ne? Und dann immer hier noch rumzicken, oder Zicke. Das ist ein Meerschwein. Ja, guck dir mal die Kralle hier an. So was will eine Dame sein. Ey, wisst ihr, wie ich da denken muss? An Tokyo Hotel, der mit seinen Fingernägeln, die so lang waren. Tokyo Hotel? Aber singen? Ja, ist nicht. Ist okay, Dicke. Ja. Och, mein Gott, du hast es schon schwer. Ich auch. Ihr seid aber auch dicke Rumba-Kugeln, ey, mein lieber Mann. Aber bald ist die Gammelzeit vorbei, bald müsst ihr wieder Kinder machen. Oh, du hast ja auch so eine Gichtkrallen, was soll denn das? Gibst du mir die mal her? Ja, ja, ist ja gut. Ja, Dicke, passiert doch gar nichts. Wir machen doch bloß wieder alles schön. Du willst doch ein schönes Schweinchen sein, oder? Und außerdem ist Tierparkfest, jetzt Sonntag. Das ist natürlich ein Grund. Nee, die lassen wir. Zeig mal vorne. Vorne knabberst du die immer ab, wa? Mhm. Aber nicht hinten. Wie viel haben wir denn hier? Nein. Oh, zeig mal. Du bist ein hübsches Mädchen. Braves Mädchen. Bienchen. Schöne Krallenpflege. Du bist ja eine süße Kima hier. Okay, dicke Ding. Ich mach schon. Ohne Schäkern. Ich stinke nicht. Ich stinke nicht. Ich liebe meine Tiere. Das Ding ist ja total blöd. Wie fällt's mir? Jetzt schnell wegrennen. Du rennst nicht weg. Gleich fertig. Du bist ja eine Rumba-Kugel. Guck mal den Bauch. Und so killern. Strampelt sowieso schon. Und hier sieht man die kleinen Zitzen. Ne? Die Dicke zeigt uns ja so richtig schön. Mhm. Ne? Da hat sie zwei Paar und da haben die meistens immer zwei Jungtiere. Und du bist so schön artig. Okay, Schnecke, bist fertig. So, Maniküre beendet bei unseren Süßen. Also. Drei unsaubere Damen, der Rest war okay. Zack. Ihr könnt euch wieder zurückziehen. Wir sind fertig.
zwei Kürbisse. Eine Überraschung für die Bewohner der Löwenanlage. Ja, nun bin ich ja gespannt, wer als erstes Tier mitkriegt, was hier jetzt liegt. Die Kinder. Das ist ja klar. Aber Mutter findet die auch ganz interessant. Aber es ist doch mehr Frauenfußball, als dass Tar sich dafür interessiert. Ach, ja. Seine beiden Töchter ist ja wunderschön. Geballte Frauenpower doch. Action in der Löwen-Bundesliga. Oh wei, jetzt fällt er gleich ins Wasser. Oh, oh, oh. Halt fest. Ja, was, traust dich nicht ran? Eigentlich ist das Fußballspielen Männersache. Lass nicht reinfallen. Dann muss es errettet werden. Ja. Die rollt ihn langsam ins Tor, da. Mhm. Die Tür ist das Tor. Meinst du? Ja. Mal sehen, ob sie es schaffen. Ich habe immer gedacht, Fußball spielt man nach vorne. Tja, aber das ist aber Löwenfußball. Aber echt, ey. Na los, zack, zack. Na, wer hätte das gedacht, dass die so schön spielen? Ja. Kannst dich noch besinnen an die erste Zeit? Jede Anlage war schrecklich. Erst hatten wir sie ja drin im Haus. Ja, obwohl, die Außenanlage, die fand ich sehr schön. Da ging es schneller, bis sie sich heimisch fühlten. Na und jetzt? Nach 4 Monaten ist doch herrlich, was die spielen. Die ballbegabten Katzen sind Gäste auf Zeit aus Nürnberg. Dort wird derzeit ihre Anlage umgebaut. Die ganze Gruppe hat sich ganz super eingewöhnt. Die sind hier zu Hause. Die sind jetzt richtig zu Hause. Ja. Zu Anfang hat man immer gedacht, na ja, irgendwie ist es unheimlich. Sie trauern ihrer alten Anlage in Nürnberg nach. Aber jetzt, jetzt sind sie hier. Ach, so buddelst du immer tiefer. Das geht so nicht. Der Ball ist nicht weg. Die kriegt den bloß nicht hoch, den Felsen hoch. Und die müsste den jetzt packen und entweder hochheben oder sie müsste runtergehen und ihn einfach hochschnipsen. So, und jetzt reinbeißen, hochheben. Na los, mach mal, zeig mal, dass du intelligent bist. Papa, nun hilf doch mal. Warum denn? Er ist doch der Schiedsrichter. Oh, jetzt sieht er kaputt. Oh, wie jetzt gemein. Warst du zu heftig. Ja, jetzt ist der Fußball hinüber. Vorbei der Spaß. Aber dafür kann jetzt gegessen werden. Kürbiskompott. Die Dromedare sind ungehalten. Sie wollen ins Freie. Aber auf der Außenanlage waltet immer noch Mario Barabas. So, jetzt kommen die gleich alle raus. Jetzt muss ich ja mein Arbeitswerkzeug rausfahren. Heißt bei uns Japaner, aufgrund der Form. Fachjargon, Tierflieger sagen dazu Japaner. Den fahre ich jetzt raus. Sehen tun wir nichts. Aber wir hören was. Wir haben nämlich bei den Dromedaren auch Kamerunschafe bei zur Vergesellschaftung, damit die Anlage ein bisschen voller ist. Nun ist das kleine Junge draußen gewesen und die Mutter schreit jetzt nach dem Jungen. Und wenn wir jetzt hier aufmachen, dann wird es gleich zu seinem Kleinen rennen. Die drei Tiere. Komm mal. Ja, nun geh mal gucken. Geht mal gucken. Wo ist der Kleine? Und hinterher. Das kleine Kamerunschaf ist gerade mal 8 Tage alt. Ja, geh mal zu deiner Mama. Naja, nicht hier, da ist sie. Ja, und diese kleinen Schafe hier, die machen sich sehr gut zusammen mit den Dromedaren. Da ist auch nie eine Aggressivität oder dass sie die beißen, die Dromedare. Das ist eine schöne Vergesellschaftung. Thank you.
Suhara, Jasmin, kommt mal, ja. Jetzt dürfen endlich Johara, ja, 7 Wochen alt, und Mutter Jasmin an den Futterberg. Tante Arabella ist vielleicht tragend, hofft Mario Barabas. Ja, mittlerweile hat sich mit ihrer Tante, der Arabella, die uns wahrscheinlich veräppelt und doch nicht schwanger ist. Arabella, sag mir das sofort, ob du schwanger bist. Sag mir das sofort. Bist du schwanger oder nicht? Naja, also man kann sich auch irren. Das ist manchmal so, man denkt, Tiere sind schwanger, trächtig, dann ist der Bauch schön rund, hängt auch da ein bisschen raus, wo er raushängen soll. Und dann dreht sich die Frucht in. Oder ist klein und dann sieht sie wieder nicht so schwanger aus. Also das kennt wohl jeder Tierpfleger. Ist es oder ist es nicht? Aber momentan würde ich nicht die Hand mehr für ins Feuer legen. Appetit haben sie jedenfalls alle. Auch wenn es mit dem Spielgefährten noch dauern sollte. Johara fühlt sich wohl an der gemeinsamen Tafel. Die spielt manchmal auch mit den kleinen Kamerun-Schafen. Dann rennt sie hier rum und ja, steht beim Hengst, steht bei der Mutter, frisst, schläft. Was so kleine Kinder machen. Der Futterhaufen nimmt langsam ab. Paul, komm! Dabei hat einer noch nichts abbekommen. Komm, geh mal zu deinen Weibern, ja. Und zu Johara. Ja. Der Herr schäumt und blubbert schon wieder. Er ist aber ein bisschen aufgeregt, wenn der Speichel so läuft. Paul, ist alles in Ordnung. Und das Essen reicht auch noch für den Hengst. Ungewogen kommt er nicht nach draußen. Natürlich kommt Paul gleich raus. Ihr tut wirklich so, als wenn ihr wochenlang auseinander wart, hm? Du Rübe. Ja. Ich schnicke. So. Jetzt raus, hm? Raus mit euch. Komm mal, Dika. Geh mal raus, geh. Zack, zack, zack. Jawohl. Hab da nicht so albern. Hm? Mutter Dagny hat die Ruhe weg. Raus! Olle Zicke! Geh! Nicht jetzt hier im Theater machen. Los, masch, masch, masch. So. Tiefes Wasser? Für Paul keine Hürde mehr. Schließlich ist er ein Flusspferd. Auch wenn es hier über 1 Meter tief ist. Also der Kleine kann jetzt schon den gesamten Graben durchtauchen, ohne eben mal Luft holen zu müssen. Und das ist also locker 1 Minute, die er denn dafür braucht. Nee, das schafft er schon ganz gut. In der westafrikanischen Heimat können solche Tauchgänge nützlich sein. Erstmal in Sicherheit. Das ist ja doch das Gebiet, wo sie am sichersten sind, wo ihnen am wenigsten passieren kann. Wenn sie hier draußen auf der freien Lichtung sind, dann sind sie ja doch eventuell, weiß ich was, Feinden oder sonst irgendwelchen Unbilden ausgesetzt. Und dann gehen sie nur eben erstmal ins Wasser, die Lage sichern. Und wenn alles sicher ist, woran immer die das doch festmachen, dann gucken wir mal, wie das Land aussieht. Ja, jetzt sind sie da hinten unterm Baum im Wasser. Und da denke ich mal, werden sie eine ganze Weile bleiben. Aber Debbie hat genug vom Badespaß. Bei Paul dauert der noch ein bisschen länger.
Stivaris, Baumbewohner aus Madagaskar, können sich frei unter den Besuchern bewegen. Dr. Pauli kommt zur Junggesellengruppe. Ist natürlich sehr schön für die Besucher, weil der Kontakt zum Tierhalter ist. Die sind alle recht zutraulich hier im Barival. Die wollen ja gekrault werden. Also es hat sich so richtig gut eingespielt. Das Verhältnis zwischen Baris und den Leuten, die hier reingehen. Die genießen das auch teilweise, ne? wenn sie am Bauch gekrault werden und so. Nicht? So interessant alles hier. Vary Felix ist von Dr. Pauli und der Affenpfleger-Crew großgezogen worden. Das hier ist eine reine Männergruppe, weil sich Männer besonders gut untereinander vertragen bei den Lemuren. Wenn man ein Weibchen hier reinbringen würde, wird es Stress geben. Außerdem haben wir hier eine gemischte Gruppe aus Roten und Schwarz-Weißen. Die wollen wir natürlich nicht miteinander mischen. Nach total harmonischer Männerwirtschaft klang das aber nicht. Eifersucht auf Streicheleinheiten. Oh, was ist das? Hm? Sieht man auch, dass der Zaun hier zwei Sachen erfüllt. Zum einen ist er natürlich die Besucherabgrenzung, zum anderen nutzen die das auch sehr stark zum Klettern. Hätten wir vorher nicht gedacht, dass sie so gut darauf laufen können. Dafür, dass Varis vorwiegend dämmerungsaktiv sind, ist hier ganz schön was los. Nur die Ruhe nach dem Essen bleibt heilig. Ist es am Ende die Rolle ihres Lebens? Tara kämpft bis zur letzten Rosine. Muss doch gehen. Ja, nicht, dass du da drin stecken bleibst. Oh, wie schön, wie du draufgenommen hast, wa? Mutter Tina hält neugierig Ausschau nach ihrer Tochter. Ich nicht. Da ist noch was drin. Noch was drin? Ist noch was drin. Da wäre noch was drin. Dara kann wohl noch mal ran. Die ist ja auch nicht dumm. Die weiß genau, wenn die Mama hier rüberkommt, dann bleibt da keine Rosine ungefunden. Nee. Ach, hallo Mama. Das kannst du nicht auf dich sitzen lassen. Da hat sich doch noch jemand getraut. Da war die Neugierde jetzt doch ja, größer. Ja. Das sowas hatte ich ja noch nie. Was gibt's denn hier? jetzt musst du aufpassen, ja. Dara. Das muss. Ach, guck mal an. Genau. Ja, genau so. Das lässt sie sich nicht bieten. Nur darum können wir sie ja bei ihrer Mutter haben, weil sie Durchsetzungskraft hat und sich eben nicht alt bieten lässt. Genau. Ja, wolltest du dir was von deinen schönen Sachen mausen, deine Mami? Du bist aber geizig. Du teilst nicht mal mit deiner Mama. Nö, die ist so verfressen. Die paar Rosinen teilen, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, hinsetzen, genau so. Das ist so niedlich, ja. Jetzt gehen wir mal los. Schultern unsere Papprolle und gehen mal los. Ja. Ich meine, so nach oben geht's besser. Kannst du reingucken. Mit einem Auge? Ja. Ach, Dara, du bist ja eine Süße. Das sage ich doch, von hier oben komme ich besser ran. Warum auch immer. Das ist ja gerutscht jetzt. Das ja wohl. Ja, das sieht so aus. Dara ist begabt. Man hat große Pläne mit ihr. Der Berliner Zoo hat ja ein Malaienbärenkind, einen kleinen Jungen, Ernst. Und die beiden sollen wohl verbandelt werden. Also keine Ahnung wo, ob die dann hier bleiben, im Zoo bleiben oder ganz woanders hingehen. Das bleibt abzuwarten. Aber der ist ja ein Jahr jünger, also der muss erst mal ein bisschen wachsen. Das Rollenspiel ist erfolgreich beendet.
Bei der Strahlenschildkröte geht es um den Kopf. Du, meine den Salatkopf. So gut wie du frisst, wollen wir doch heute mal gucken. Und bist ja gerade bei Mampfen, Süße. Oder muss ich dich stören? Einmal gucken, wie schwer du bist und wie groß du geworden bist. Du schicke Maus. Die ist so schön neugierig, gar nicht ängstlich. Aber die sind halt eben selten in Gefangenschaft. Das Strahlenschildkröten gibt es relativ selten. Und das Problem bei denen ist, dass die Befruchtungsrate der Eier ziemlich gering ist. Und die liegen auch ziemlich lange, die Eier. Die können bis zu 200 Tage liegen. Da muss man also unheimlich viel Geduld aufbringen. Und ist sich nie sicher, ob die Eier überhaupt befruchtet sind, ob überhaupt ein Jungtier drin ist. Deswegen sind wir auch ganz stolz auf die kleine Maus. So, meine Süße. Stunde der Wahrheit. Wollen wir doch mal gucken, wie viel du zugenommen hast. Sie ist vor 3 Monaten geschlüpft. Bleib schön sitzen. Sitzen bleiben. Ganze 10 Gramm zugenommen innerhalb von 4 Wochen. Super. Das zeigt uns, dass sie richtig guten Appetit hat. Ihr ist das, ich denke mal, das wird ein Mädchen. Ihr ist das nämlich peinlich. Sie sagt auch nicht gern ihr Gewicht. War Süße? Ja, wo nur runter? Wo nur runter? So, jetzt gucken wir mal, ob du gewachsen bist. Haben wir eine supermoderne Schieblehre. Wollen nicht schummeln. Gucken, ob du mitspielst. Dann nimmt man einmal die Länge. Dazu müsste sie den Kopf einziehen. 5,7 cm. Hat also ganze 0,5 cm zugelegt. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich mir den runden Panzer angucke, ist also kein Zeichen für rachitische Erkrankungen. Der ist schön rund. Da liegen wir mit unserer Mineralstoffzugabe auch richtig gut. Auch in der Breite 0,5 cm zugelegt. Und bei ihr können wir auch noch die Höhe nehmen. Aua. Ja. Böse Tante fummelt heute rum mit dir, ne? Da nimmt man auch Bauchpanzer und den höchsten Punkt vom Rückenpanzer. Das sind 3,6 cm. Da hat sie 0,3 cm zugelegt. Das heißt, sie wächst richtig schön in der Norm. Nicht zu schnell in der Höhe, nicht zu schnell in der Breite, sodass der Panzer immer schön rund bleibt, so wie er auch aussehen sollte. Und wenn wir da jetzt immer noch fein weiter aufpassen mit der Zugabe von Mineralstoffen und Kalk und Vitaminen und natürlich auch Sonnenlicht, was sehr wichtig ist bei Landschildkröten, die brauchen diesen UV-Anteil, dann denke ich mal, wird sie in 3 Jahren so groß sein wie ihr Geschwisterchen. Und jetzt mag sie nicht mehr, oder doch? Doch. Da strahlt die Strahlenschildkröte. Ausgang für die schüchternen Bongos. Edel gezeichnete Waldböcke. Kommt mal. Hm? Ist alles in Ordnung. Ja. Jetzt tauen sie auf. Emily war mutig. Ja, ja. Lecker Laub. Kommt mal. Hm? Ja, lecker Laub. Hm? Du? Alles gut? Ja? Du? Siehst du? Gut in Ordnung. Alles okay. Sie gehören zu den Antilopen aus den Urwäldern Afrikas. Typische Aufregung. Erstmal schnell zu Mama. Ja. Ja, in ihrer Heimat, da sieht man Bongo ja sowieso kaum, nicht? Die leben da versteckt in Bambuswäldern. Die bleiben dann einfach stehen und man übersieht die. Hier wird sie keiner übersehen. Den Geruch kennst du nicht? Ja, Bongo-Duft. Jungbulle Sora hat gleich Kistentraining. Langfristige Vorbereitung auf eine Fernreise. Laxado.
Jeden Morgen üben wir das, nicht? Ja, abends nicht, nur morgens. So, jetzt warten wir hier. Na, geh mal. Hm? Ja, was denn? Ja, was denn? Hm? Ja, schnüffel alles ab. Hm? Ist heute nicht? Doch nicht. Geh mal. Wieder ein bisschen schieben. Ein bisschen zureden und dann klappt das. Guck mal, wie ruhig. Schön. So. Siehst du, so kann man das mit einfachen Mitteln auch machen. Und das jeden Morgen. Ja, der Surer, der wird uns ja nun verlassen in Richtung England. Und deswegen üben wir jetzt mit ihm schon, wie er da durch die Kiste läuft. Ich habe den eigentlichen Transport. Ist es denn schon ganz sinnvoll, wenn er ruhig bleibt, dass er die Kiste kennt, ist wichtig. Und wenn man das täglich macht, ist das eigentlich ja kein Problem. Spart eine Menge Stress beim Einpacken später. Ja, nicht? Also, dann braucht man eigentlich nur den Schieber zumachen und fertig. Bongos sind sehr schreckhaft. Die Männchen auch noch notorische Einzelgänger. Da ist Feingefühl nötig. Jungzwergziegenbock Romeo, 4 Monate alt, ist seit kurzem im Männerstall. Na Kinder, habt ihr Hunger? Romeo! Ja, guck mal hier. Schagere. Ziegen und Schafe sind nach Geschlecht sortiert, damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren. Ja, jetzt hat sich nach gewisser Zeit der Romeo an sein neues Domizil gewöhnt. Er kommt wunderbar mit den älteren Herren hier klar. Die haben ihn akzeptiert. Nun ist er mal unter Männern. Und die Streitigkeiten, die halten sich in Grenzen. Sah ja beim Einsetzen ein bisschen gefährlich aus, aber das kennen wir schon. Da ist man manchmal zu ängstlich als Tierpfleger. Aber der Kleine hat sich gut durchgesetzt. Schreit nur noch selten nach seiner Mutter. Aber jetzt kommt er hier wunderbar klar mit denen. Na? Ja, ja, der Kleine. Na komm, irgendwo kannst du schon ran. Offensichtlich versteht Romeo die raue Sprache der Männergesellschaft schon ganz gut. Tja, die bleiben jetzt noch ein Vierteljahr hier drinnen. Und dann wird auch der Romeo so sein, in dem Alter sein, oder schon in der Lage sein, seine Damen dann zu beglücken. Na, und die anderen machen das sowieso. Das brauche ich denen auch nicht zeigen, das kann der. Tja, dann schreit Romeo nicht mehr nach seiner Mutter, sondern nach Julia. So, Kinder. Pellets sind ja schön und lecker, die frisst er am liebsten, aber wichtig ist natürlich für Schafe oder auch für Pferde Raufutter, das heißt Heu. Davon verballern sie die ganze Menge am Tag. Eigentlich ist das Grundnahrungsmittel von den Tieren. Das Kraftfutter wird bloß zugegeben, damit sie ein bisschen mehr auf der Rippen kriegen. Oder wenn es sehr kalt ist, wenn der Stoffwechsel höher läuft bei denen. Das brauchen sie. Die Pellets brauchen sie nicht unbedingt. Kinder, seid schön artig, dass die Kinder klar ankommen, ja? Und seid nett zu dem Kleinen. Kleines Böckchen, du. Das kleine Böckchen wird sich schon durchsetzen. Ja, ja, ja. Viel Wärme und viel Sonne. Dann geht es einer Strahlenschildkröte richtig gut. Heute ist von beidem ausreichend im Angebot. Hi Jenny. So, meine Süße. Heute mal 10 Minuten Sonnenbaden.
Und damit du dich nicht so langweilst alleine, haben wir dein Geschwisterchen draußen. Ja, schau mal. Guck mal, mein Großer. Guck mal, so siehst du in 3 Jahren hoffentlich auch aus. Ey, magst du keine kleinen Kinder? Guck mal. Hier, schau dir mal an. Guck mal, so hast du auch mal ausgesehen. Interessiert euch überhaupt nicht, ne? Man sollte Schildkröten nie ohne Beobachtung in den Garten setzen. Die sind sowas von super flink, wenn die sich erstmal mit der Sonne aufgetankt haben, aufgeheizt haben, sagen wir dazu. Dann kann das passieren, dass sie innerhalb von ein paar Minuten wutsch, wutsch, wutsch an der Stelle, wo ich sie hingesetzt hatte, sind sie nicht mehr. Die marschieren dann quer durch den Garten und sind dann weg. Sie sind nämlich nicht langsam und langweilig, sondern super flink und auch interessant, wenn man guckt, wie die ihre Umwelt beobachten. Die schnuffeln in dem Gras, die kosten hier von der Pflanze, die kosten da von der Pflanze. Schmeckt nicht, gehe ich zum nächsten. Die nehmen ihre Umwelt ganz bewusst wahr. Hey Süße, nicht abhauen, schön hierbleiben. Die Zeichnung bei der Kleinen wird in circa 3 Jahren auch so aussehen wie bei dem größeren Tier. Er hat eine super schöne Strahlenzeichnung schon. Daher auch der Name Strahlenschildkröte, von der Zeichnung abgeleitet, ne? Da guckst du, Schätzchen, ja, so groß wirst du auch hoffentlich mal werden. Musst immer weiter fein so schön fressen. Jetzt sind die 10 Minuten aber um. Wir gehen wieder, ja, wir gehen wieder nach Haus. Und du brauchst auch nicht weglaufen. Du musst jetzt auch noch auf die Waage. Ja, bei dir wollen wir auch das Gewicht noch wissen. So. Das Freiland Schildkröten-Sonnenbad. Leider vorbei. Und fauch mich nicht an. So, mein Dicker. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist dein Gewicht. Dass du schön an Größe zugelegt hast, wissen wir ja. Und da ich weiß, dass du nicht stillhältst, muss ich dich so auf die Waage legen. Und wir wiegen 1096 Gramm. Wahnsinn. Da fehlen bei der Kleinen noch 950. Um daran zu kommen. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Sehr schön. Ja, du bist so eine Knuffelmaus. So eine Süße. Also bei ihr vermuten wir anhand des kurzen, doch relativ kurzen Schwanzes, den sie gerade schön einzieht und ich nicht rankomme, dass es eventuell ein Mädchen sein könnte. Da sind wir guter Hoffnung, weil der Bauchpanzer ist auch sehr glatt. Der ist bei den Männchen immer eingedellt, damit die besser auf die Weibchen aufreiten können. Und bei Männchen würde der Schwanz jetzt bis hier gehen, bis zum Hinterpfötchen. Ne? Und das geht ist bei ihr nur bis zum Oberschenkel, sag ich mal jetzt, beim Menschen. Also wir können Glück haben, dass es ein Mädchen ist und dass sie somit dann auch bei uns im Tierpark verbleibt. Nur ist gut, ne? Genug gestresst. Komm, hab ich alles hier. Bringen wir dich nach vorne, ne? Dieses Sportgerät wartet im Zoo auf einen, den Champion. Der ist zunächst gar nicht interessiert. Na Knut, gibt keinen anderen Weg. Na komm. Ein Eisbär. Sieht rot. Thomas Dörflein hat Verständnis. Das ist ziemlich ja. Ist doch klar, Mensch. Wer rutscht denn irgendwo runter, wo er nicht weiß, was passiert? Ganz was Neues. Knut, der Besonnene? Das kann ja sein, dass ich ausrutsche. Komm, Knut. Folge mir bitte unauffällig. Na ja. Knut will erst die Lehrvorführung abwarten. Der wird schon seine Freude dran haben. Das ist ja. Immer noch keine Begeisterung.
der wird es schon nehmen irgendwann. Wenn das hier steht. Geh weg. Hey! Komm, komm, komm! Husch, husch, husch! Mäuschen, Mäuschen, Mäuschen! Schnell weg vom Rutschobjekt. Wenn du richtig hören würdest, könntest du auch spazieren gehen, aber so nicht. Und ein Halsband will ich ihm nicht umbinden. Ist doch kein Hundchen. Na, dann ist es ja das Gleiche, als wäre er eingesperrt. Außerdem lässt er sich das sowieso nicht gefallen. Dann doch lieber Klettereinlagen. Hey. Sage mal. Weil dann hier runter. Knut auf Einbrecherpfaden. Ei. Komm her. Endlich am Ziel. Zeig mir deine Zähne. That's voll schön.